So Leute, der nächste Schritt der Evolution des New Defender ist gemacht. Die Bleedy Max Black in der Blickdichtmanufaktur sind angekommen, perfekt angepasst. Wenn man von außen, wenn es leicht dämmerig ist und es recht in der Nacht anschaut, sieht man überhaupt nichts, nur schwarze Scheiben. Natürlich passt es natürlich noch besser zu einem Auto mit schwarzer Farbe. Dann ist es wirklich absolut schwarz. Man kann von außen im hinteren Bereich, dort, wo die Scheiben etwas getönt sind, überhaupt nichts mehr erkennen. Das heißt, man sieht nur noch schwarz und nichts anderes. Ich habe die Farbkombination Apfelgrün mit den Umrandungen in Pinie gewählt, weil es einfach geil aussieht. Und vor allen Dingen im Innenraum, wenn alles abgedunkelt ist, ist es noch einigermaßen hell durch die Reflexionen. Zudem ist es wirklich eine angenehme Farbe. Wer eine hundertprozentige Tarnung haben möchte, der nimmt dann eben nicht die grüne Umrandung, sondern nimmt eine schwarze Umrandung. Denn auch dann in der schwarzen Umrandung kann man ansonsten überhaupt nichts mehr von außen erkennen. Man sieht nicht, dass hier ein Camper drin schläft. Man sieht nicht rein. Es fällt kein Licht nachts nach außen. Das heißt, ich kann wunderbar in aller Ruhe am Notebook arbeiten. Kann mir was kochen, kann Licht machen und niemand erkennt von außen, dass jemand in diesem Auto schläft. Wie gesagt, ich finde, es ist eine wirklich hervorragende Lösung, wie es gemacht wurde. Die Passform ist wirklich perfekt. Es passt alles auf den Millimeter genau. Da muss ich sagen, liebe Anja von der Blickdichtmanufaktur, absolut super Arbeit. Und nochmal erwähnt, von außen ist nichts zu erkennen. Man muss schon sehr, sehr genau hinsehen, mit dem Kopf an die Scheibe gehen, um zu sehen, dass hier Matten eingesetzt sind. Und insofern für den New Defender, insbesondere wenn er schwarz und eine dunkle Farbe hat, eine absolut perfekte Farbkombination. Wirklich klasse gelöst von der Blickdichtmanufaktur ist auch die Tatsache, dass man die zweigeteilten Heckscheiben beim New Defender auch in zwei Teilen hat. Bedeutet auch, man kann auch einen Teil rausnehmen, um sich auch mal nach außen einen Blick zu verschaffen. Und man kann auch, und das finde ich ganz besonders, selbst die Safari-Fenster oben im Dach sind mit abgedeckt. Je nach Bedarf kann man sie rausnehmen oder einsetzen. Dementsprechend, ob man Licht noch im Auto haben möchte oder den Sternenhimmel noch sehen möchte nachts, wenn man drin schläft. Oder aber auch, um wirklich nach außen komplett alles zu verdunkeln.